Hallo, 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 liebe Freunde, ich bin wieder FZN mit einem weiteren Teil des Let's Play Diablo Hellfire. Wir haben Level 8 komplett durchforstet, haben dabei ein Level Up bekommen. Und sind jetzt auf dem Weg, Erfrischungen in der Stadt zu uns zu nehmen. What ails you, my friend? Vorher identifizieren wir allerdings noch unsere Ausbeute aus Level 8. Schauen uns dieses Unique Schild an, das Split Skull Shield. Gar nicht mal so übel für uns, allerdings nicht relevant. Und drum kommt es weg. Wir statten der Hexe einen weiteren Besuch ab. Schauen, ob uns die verrückte Kuh etwas zu erzählen hat. In der Tat. Er gibt zu, dass er nicht wirklich eine Kuh ist. Aber er saß zu Hause und plötzlich sind all diese Käfer und all das Zeug aus dem Boden gebrochen. Ziemlich schrecklich. Wenn er etwas Normaleres zum Ansehen hätte, wäre es gar nicht mal so schlecht. Ob ich nicht zu seinem Heimatort zurückgehen könnte und einen neuen Anzug holen, den braunen, nicht den grauen. Der ist für abends. Er wird es selber tun, aber er will nicht, dass ihn irgendjemand in diesem Aufzug sieht. Ich soll das nehmen, um das Zeug zu töten, das alles überwuchert. Ich kann sein Haus nicht verfehlen, es ist gerade südlich am Flur, das mit dem überwucherten Gemüsegarten. Damit habe ich eine Runebomb bekommen. Die kann ich nutzen, um den Eingang zum Hive aufzusprengen. Vorher allerdings hole ich mir eine ganze Reihe Mana Potions. So. Schauen wir mal, was an Büchern für uns da ist. Nichts wirklich Interessantes. Auch nur ein Stab. Diesen Mana-Stab laden wir wieder auf. Der ist äußerst nützlich. Und damit bewegen wir uns einmal Richtung Hive. Da ist der überwucherte Garten. Wir werfen die Runebomb drauf. Bam! Damit ist der Weg zum Hive geöffnet. Ich habe jetzt die Wahl, ob ich weiterhin die normalen Level unterhalb Tristrams durchforste oder ob ich mich der Käferplage im Hive stelle. Und ich denke, genau das werde ich tun. Ab in den Hive. Die Zeit der Erwachung ist gekommen. Nach unserem langen Schlaf sind wir mit großem Hunger erfüllt. Bald schon werden wir fressen. Das klang gefährlich. Und wir werden direkt von allerhand fiesen Viechern befeuert. Stirb, Psycho Orb. Spinnen und ekelhaftes Käfergetier, wie wir es lieben. Die Nova klärt. Diese Pots sind der Fässerersatz im Hive. Das also das erste neue Level in Diablo Hellfire. Nicht vorhanden im Grundspiel. Ähnelt in Grafikdesign einer bizarren Alienwelt. Ist ebenso aufgebaut wie die Höhlenlevel, die uns jetzt erwarten würden, wenn wir die normalen Diablo-Level weiterspielen würden.
mit allen nervigen Eigenschaften, insbesondere dem nicht erkennen können von Gegnern und Items, die am unteren Höhlenrand lauern. Eine Rune of Stone, die werden wir direkt nutzen, um dieses ekelhafte Viech ruhig zu stellen, bevor wir es in 1000 Teile schießen. So. Wir füllen unsere Gürtel wieder auf. Und zerlegen fleißig weiter Monster. Ein magisches Maze, das nehmen wir mit, auch wenn es uns vermutlich nicht wirklich was bringen wird. Bevor wir weiter fiese Spinnen von den Wänden kratzen. Eine ganze Herde von Höllenebern, vielleicht auch ein Rudel. Oder ein Schwarm, wie auch immer man bei Höllenebern sagen mag. Die Flora und Fauna des Nests verlangt nach Fachleuten. Ich bin keiner, ich bin Kammerjäger, staatlich geprüft. Dementsprechend ist es mir egal, als was sie auftreten, ich mache sie einfach platt. Ekelhafte Brühe? Und hier geht es auch schon in den nächsten Level des Hypes. An dieser Stelle speichern wir und beenden diesen Teil des Let's Play Diablo Hellfire. Ich bin FZN. Viel Spaß. Bis dann.